Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Bauer sucht Geld. Die wirtschaftliche Situation vieler landwirtschaftlicher Betriebe ist mehr als angespannt. Und viele unserer Bauernfamilien kämpfen in diesen Monaten um ihre Existenz. Und es braucht deshalb Hilfsmaßnahmen für Höfe und für den ländlichen Raum in der Krise. Und diese Hilfsmaßnahmen, die hatte die CDU-CSU-Bundestagsfraktion bereits im frühen Sommer mit ihrem Pakt für die Landwirtschaft gefordert. Das ist nichts Neues, dafür kämpfen wir schon seit vielen, vielen Monaten. Und wir haben es eben schon gehört, es geht hier vor allem um direkte Hilfen, aber eben auch um steuerliche Erleichterungen. Und mit der in diesem Entwurf vorgesehenen Änderung des Einkommensteuergesetzes verbessern wir die Möglichkeit zur Gewinnglättung für Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft. Konkret, es soll aus der Gewinnermittlungszeitraum bei Landwirten von derzeit 2 Jahren auf 3 Jahren verlängert werden. Und hierzu werden dann die steuerpflichtigen Einkünfte von 3 Jahren summiert. Kollege Binding hat es schon mal erklärt. Ich will es ja noch mal sagen. Redundanz hilft hier, weil es ist nicht ganz unkomplex und gleichmäßig verteilt und liegt dann die tatsächlich gezahlte Einkommensteuer höher als die fiktiv berechnete, dann wird es am Ende des letzten Veranlagungszeitraums eine entsprechende Steuerermäßigung oder Erstattung geben. Damit unseren Landwirten auch schnell geholfen wird, soll diese Gewinnglättung rückwirkend erstmals für die Jahre 2014 bis 2016 möglich sein. Das heißt, es kann sofort ab dem nächsten Jahr dann mit dieser zusätzlichen Liquiditätshilfe gerechnet werden. Möglich ist diese Glättung bis zum Veranlagungszeitraum 2022. Und jetzt kann man natürlich in der Tat über diese Begrenzung unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, sie macht am Ende doch Sinn, denn wir wollen natürlich keine Dauersubvention, sondern wir wollen eine Soforthilfe für den vielfach anstehenden Transformationsprozess. Und zur Wahrheit gehört auch, dass wir uns von der Union noch mehr hätten vorstellen können. Wir wollten eigentlich in dieser kritischen Situation unseren Landwirten noch mehr helfen, aber da gehört auch zur Wahrheit, mehr war mit dem Koalitionspartner hier nicht zu machen. Und man kann sagen, man kann trotz dieser Einschränkung sagen, der steuerliche Teil der Hilfsmaßnahmen ist eine spürbare Verbesserung, insbesondere für unsere gebeutelten Milchbauern. Vorhin wurde eine Umfrage zitiert von Ihnen, Herr Kollege von den Grünen. Sie sehen, was von 20% erzählt. Sie müssen die Umfrage schon richtig zitieren. Diese Umfrage kommt nämlich zum Ergebnis, dass über 70% der Befragten diese Maßnahme für gut und für enorm hilfreich empfinden. Nun will ich als Finanzer auch nicht verhehlen, dass wir uns bei den Beratungen zu diesem Gesetzentwurf schon ein bisschen schwer getan haben. Ausnahmen bei der Besteuerung sind ja immer problematisch und es bleibt dann am Ende doch steuersystematisch bei gewissen Bauchschmerzen. Auch andere Branchen, haben wir schon gehört, leiden unter Marktschwankungen, sind witterungsabhängig. Aber trotzdem muss man sagen, hier bei der Landwirtschaft haben wir eine Sondersituation. Viele Bauern und ihre Familien in Deutschland leiden eben unter diesen Preiseinbrüchen für ihre Erzeugnisse und sie befinden sich in einer außerordentlich schwierigen Lage. Und für sie geht es schlichtweg um die Existenz. Und sie befinden sich in einer akuten Notlage und deswegen werden wir unseren Bauern, dem Herzstück und dem Gesicht des ländlichen Raumes, mit diesem Gesetz helfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns nun sputen mit diesem Gesetz. Ich freue mich auf die weiteren parlamentarischen Beratungen und ich hoffe, dass wir angesichts der prekären Lage vieler Landwirte auf einen raschen Abschluss dieses Gesetzgebungsverfahrens zählen können, damit wir dann schnell dem ländlichen Raum in der Krise helfen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit sind wir